Jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, was bringt denn das eigentlich mit der Kodierung? Und warum ist das gut? Weil ich könnte ja einfach, also was ich ja letztlich tue, ist, ich mache aus, in diesem Fall aus 7-Bit, Quatsch, aus 4-Bit mache ich 7. Das heißt also, ich verlängere die Übertragungszeit des einzelnen Bits oder in dem Fall sogar mit dieser, wenn ich aus 4, wenn ich eben hier 7 Viertel habe, dann könnte ich ja auch die Energie eines einzelnen Bits mit 7 Viertel multiplizieren, also die Energie einfach erhöhen um den entsprechenden Faktor, nicht? Und hätte einfach fast dasselbe erreicht oder könnte dasselbe erreichen. Ich fange nochmal an mit dem Satz, glaube ich. Was ich tue, wenn ich bei dem Hamming 7-4-Code, die Codierung mache und damit übertrage, dann mache ich aus 4-Bit Datenbits insgesamt 7-Bit im Code. So, das heißt also, da wo ich vorher 4 Zeiteinheiten gebraucht habe, brauche ich nun 7. Oder dementsprechend wird eben auch die Energie erhöht. Durchschnittliche Energie eines Bits erhöht sich um 7 Viertel. Ich könnte also andersrum ja auch sagen, bevor ich jetzt hier die Kodierung nehme, mache ich es einfach entsprechend lauter. Also drehe einfach die Lautstärkeregler ein bisschen hoch, damit wird der Signalrauschabstand ja auch besser. Ja. Und insofern muss ich natürlich dann dahergehen, wenn ich überlegen will, wie leistungsfähig ist eigentlich der Code, muss natürlich hergehen und muss nicht hier diese 4-Bit nehmen und gucken, mit was ich sie normalerweise übertragen hätte, sondern muss mir eigentlich überlegen, welche Gesamtenergie für brauche ich denn jetzt eigentlich für die 4-Bit-Übertragung und muss die zugrunde legen und die als Vergleichsmaßstab nehmen für den Vergleich mit der kodierten Variante. Also ja, es gibt also natürlich gibt es diese Randbedingungen, dass ich das nicht immer kann. Das sind gar nicht die Vögel, die gegrillt werden, sondern es sind auch irgendwelche anderen Emissionen, die ich einhalten muss. Also ich darf auch gar nicht, weil ich sonst andere stören würde und weil es gesetzlich nicht erlaubt ist. So. Beim Radar ist es auch egal, ja. Aber was ich natürlich immer kann, ist einfach länger brauchen, ne? Also letztlich, Energie ist ja bloß Leistung mal Zeit. Ich muss ja deswegen nicht unbedingt sofort. Ich muss ja deswegen nicht unbedingt die Leistung erhöhen. Ich kann ja auch einfach die Energie erhöhen, indem ich einfach langsamer übertrage. Ich brauche jetzt ja 7 Tacken hier, 7 Ticks, um diese 4-Bit zu übertragen. Mehr ist es ja nicht, ne? Also könnte ich doch einfach auch die 4-Bit strecken auf die 7, die Zeit, die 7 brauchen. So, und dann habe ich das Vogel-Grill-Problem letztlich dann nicht, ne? Bitte. Ja, das ist aber, also das ist sehr aufwendig. Also ja klar, mathematisch geht das natürlich auch. Sowas in der Art werden wir auch noch machen. Würde ich jetzt hier so ein bisschen außer Acht lassen wollen. Also weil es verkompliziert das nur, ne? Also wenn ich jetzt mit Zeit und Leistung arbeite, reicht es eigentlich an Komplexität. So, jetzt muss ich mir überlegen, was habe ich jetzt eigentlich gewonnen? Oder was gewinne ich jetzt eigentlich? Dadurch, dass ich Kodierung einsetze, gegenüber lauter machen. Ne? Also ich meine, in der Kindererziehung wäre es dann, was gewinne ich gegenüber dreimal leise sagen, gegenüber einmal gleich das Kind anschreien. Also außer, dass das jetzt irgendwie so politisch korrekt nicht so ist, Kinder anschreien, aber dreimal sagen mögen die halt auch nicht, sind die auch genervt, die Kinder. So, also muss ich mir mal überlegen, was denn eigentlich zur Verfügung steht. Und nehmen wir mal an, dass die Folge 1000111 gesendet wurde.
So, und dann würde ich dir ja normalerweise, wir haben das letztes Mal nur ganz kurz gemacht, wir werden heute es noch weiter vertiefen, dann würde ich dir ja normalerweise bipolar übertragen. Ich könnte natürlich sagen, aber das hat natürlich viele Nachteile, On-Off-Keying, also 1 Volt, 0, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Macht man eher nicht. Problem ist der Mittelwert, Problem ist der Signalrauschabstand, den man dann eben nicht unbedingt hat, weil man hier ja an der Stelle nichts übertragen hat. Hat man also eigentlich nur den halben Signalrauschabstand. Ich würde die bipolar übertragen als 1, minus 1 und so weiter. Nicht? Da können Sie sich in Gedanken die Volt noch dahinter malen, darauf kommt es aber nicht an. So, und wenn ich jetzt im Empfänger habe ich ja irgendwo, das meiste mache ich auf der digitalen Ebene, habe ich ja irgendwo einen Analog-Digital-Wandler. Und da nehme ich mal an, das wurde gesendet und das habe ich am Ende des ADC. So, also da ist jetzt, im Prinzip ist es hier dieses BB plus irgendwie Rauschen. Also da ist nichts passiert mit Rauschen, da kam, Quatsch, doch da ist 0,2 Volt Rauschen drauf gekommen, da ist 0,2 Volt Rauschen runtergegangen und so weiter und so fort. Was kann ich jetzt machen? Jetzt könnte ich natürlich hergehen und ein Hard Decision Decoding machen und einfach sagen, okay, wenn ich 1,2 Volt empfange, dann wird wohl eine 1 gesendet worden sein. Wenn ich minus 1,2 Volt empfange, dann wird wohl eine minus 1, also eine 0 gesendet worden sein. Wenn ich minus 0,5 empfange, wird wohl eine minus 1, also 0 gesendet worden sein. Wenn ich 0,1 empfange, wird wohl eine, ist negativ. Minus 1, also eine 0, logisch gesendet worden sein, was aber hier ein Fehler wäre, ne? Da an der Stelle. Macht aber erstmal nichts. Ich meine, was soll ich Besseres tun, wenn ich hier 0,1 Volt messe? Dann ist das Wahrscheinlichste, also Maximum Likelihood, ist das wahrscheinlichste Symbol, das geschickt wurde, ja eine plus 1. Das andere kann auch gewesen sein, aber ist unwahrscheinlicher. So, und so geht das Wort. Ja, dann nehme ich das. Steckt das in die Syndromtabelle, habe also jetzt hier diese 1, 0, 0, also letztlich das gemacht, was ich getan habe. Es waren dann also nur zwei Nullen, nämlich die beiden negativen hier hintereinander. Ja, und dann stecke ich das in die Berechnung des Syndroms rein, also multipliziere das mit der transponierten Prüfmatrix, mit der Prüfmatrix, kriege dann das Syndrom 110 raus und das war dann der Fehlervektor 0001 000. Das heißt also, genau dieses Bit an der Stelle muss ich korrigieren. Da ist nämlich nicht 0,1 richtig gewesen, sondern der wäre ein negativer Wert richtiger gewesen und das kann ich ja damit machen. Da war ein Bitfehler, ich korrigiere das fertig. So, also kriege ich die richtige Bitfolge raus. Ja, das ist das, was ich wollte. Hat funktioniert. Müssen wir das noch von Hand machen nochmal? Nö, ne? Und dann kann ich mir die Kurven hier hinschreiben. Ich rechne die gleich auch nochmal aus. Ich gebe einfach das Ergebnis mal vor. Stellen wir uns mal vor, wir übertragen ganz normal unkodiert. Das wäre das hier. So, und jetzt übertragen wir kodiert, aber noch nicht dekodiert. Also das, was der Fehlerkorrekturcode kann, haben wir nicht dabei. Dann haben wir natürlich anstatt vier Möglichkeiten Fehler zu machen, plötzlich sieben Fe Möglichkeiten Fehler zu machen. Das heißt, das Ganze schiebt sich weiter nach hinten raus. Also die Chance, dass da jetzt bei sieben ein Fehler dabei ist, ist ja nahezu doppelt so hoch wie die Chance, dass bei vier ein Fehler dabei ist. Also wird es schlechter. Aber jetzt kann ich ja den Fehler wieder korrigieren. Einzelfehler mindestens kann ich korrigieren und damit klappt eben genau diese Kurve in dem Bereich kodiert und wieder richtig dekodiert, also auch die Fehler korrigiert. Ja, und dann habe ich einen kleinen Abstand hier, einen kleinen Gewinn gegenüber der ursprünglich unkodiert übertragenen Bitfolge und das ist der Kodiergewinn an der Stelle. Das dürfte jetzt so circa ein dB sein. Wir können das gerne noch genauer ausrechnen. Gut, wie geht das von sich vonstatten? Also erst einmal muss ich natürlich anfangen, hier mir die Kodierungsrate, das ist eben hier genau diese 7 Viertel oder 4 Siebtel, hinzuschreiben und das Ganze eben für diese Fehler, diese Fehlerkurve da, die wir mal ja, berechnet haben, wir sie nicht richtig, uns plausibel gemacht haben für eine ganz normale BPSK, das ist eben das eine Halb-Error-Function oder komplementäre Fehlerfunktion mal
eigentlich Wurzel der Energien durcheinander, Signalenergie durch oder Bitenergie durch Rauschenergie. Hier kommt die Code-Rate noch mit rein. Das ist dann letztlich die Verschiebung der Kurve. So, und da muss ich mir überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass irgendwelche Fehler passieren. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert. Ups, wo ist er? Da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass kein Fehler passiert. Denn kein Fehler ist völlig in Ordnung, muss ich nichts machen. Also dann habe ich eine richtige Übertragung und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert. So, wie kriege ich das raus? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert. Also einmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass an den anderen 6 Stellen kein Fehler mehr passiert, aber das darf an allen 7 Stellen sein. Damit habe ich eben die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler ausgerechnet. So. Und die Wahrscheinlichkeit für 2 Fehler hätten wir noch. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt 2 Fehler passieren, dass an 5 Stellen kein Fehler passiert, mal an 6, 5 und so weiter an den Stellen, wo sie eben stattfinden dürfen. Das Codebuch hatten wir schon. Und dann ist eben die Wahrscheinlichkeit für ein Bitfehler. So, oder die Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit für den 2-Bit-Fehler. Dann brauchen wir ja eigentlich, die können nicht korrigiert werden, also führen zu einem Problem. Und dann muss ich eben noch mir eigentlich überlegen, wie groß ist die Summenwahrscheinlichkeit aller Mehrbit-Fehler, also 3 Fehler, 4 Fehler, 5 Fehler und so weiter, denn die können auch nicht korrigiert werden. Das gebe ich Ihnen jetzt hier mal als gesamte Wahrscheinlichkeit schon fertig als Formel an. Und daraus können wir jetzt ausrechnen, was denn eigentlich, wie die Kurve verläuft und wie der Kodierungsgewinn ist für eine Zielfehlerrate von 10 hoch minus 6. Also das muss jetzt 10 hoch minus 6 sein. Und das ist genau das, was wir hier rausziehen können. Also 0,6 dB waren es, nicht 1, genau. Also ca. 0,6 dB gewinnen wir durch diesen Hamming-Code. Also wir sind besser bei 10 hoch minus 6, aber auch eben nur um 0,6 dB. So dieser große Wurf, da passieren keine Fehler mehr und ich kann die Signalleistung runtersenken, wie ich gerne möchte. Das ist eben falsch, sondern ich kann einfach jetzt mit 0,6 dB weniger Leistung auf den Kanal gehen und kriege dasselbe Ergebnis wie vorher. Kann man jetzt sagen, ist ja lahm. Ja, ist jetzt ja aber auch nicht der weltbeste Code, ne? Also er ist schon optimal für das, was er hier jetzt anregt, für das, was er kann, aber er ist ja relativ kurz, hat ja bloß 7 Bit. Und von daher ist das, was er hinkriegt, eben ja, begrenzt. Wird er noch aktiv eingesetzt? In Vorlesungen ja. Nee, wüsste ich nicht, dass der Hamming-Code wirklich, also dieser Hamming-Code, den wir da jetzt haben, in dieser Kürze, dass der irgendwo wirklich eingesetzt wird. Ja, aber in Vorlesungen. Ja. Ne? Das Prinzip ist aber das Gleiche. Und dieses, ich mache da mal einen Fehlerkorrekturalgorithmus drauf und dann ist alles gut. Das ist eigentlich das, womit ich hier aufräumen möchte. Ne? So, ich mache mal einen Fehlerkorrekturalgorithmus drauf und dann ist alles gut, dann habe ich plötzlich x dB gewonnen. Ne? Das ist einfach falsch. Ich kriege so inkrementell mit diesen Codes, inkrementell so ein bisschen mehr da raus aus dem Kanal. 0,6 dB, eben können Sie mal ausrechnen, was das da in linearem Maßstab ist. Okay, was ich jetzt hier an der Stelle gemacht habe, ist aber nur gewesen, dass ich nämlich hier eine harte Decision gemacht habe. Das heißt, ich habe hart entschieden, alles, was positiv ist, ist eine 1 und alles, was negativ ist, ist eine 0. Und zwar auf der Bit-Ebene. Das muss ich ja nicht so tun. Ich habe ja am Ausgang des Analog-Digital-Konverters, je nachdem, wie ich das in Hardware ausführe, habe ich ja mehr Informationen. Ich habe ja hier, also hier ideal sogar vollkommen analoge Informationen. Bei einem real existierenden Analog-Digital-Wandler habe ich das nicht unbedingt. Da habe ich natürlich, was weiß ich, 4-Bit oder 8-Bit oder 16-Bit oder so, aber das ist schon sehr, sehr viel. Ne? Also
Da habe ich eben ein paar Bit, da habe ich eben mehr und eine feiner granulare Information hier zur Verfügung, als ich hier jetzt verwendet habe. Ich habe ja eigentlich bloß ein 2-Bit-ADC gehabt, ne, 1-Bit-ADC gehabt, ne? 1 oder 0, mehr nicht. So, wenn ich da mehr zur Verfügung habe und ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe hier volle Bandbreite, also was weiß ich, 16-Bit oder sowas, dann kann ich das ja simulieren und kann ja eigentlich dahergehen, dass ich einfach mal ausprobiere, was ist denn hier das am wahrscheinlichsten gesendete Signal. So, wie gehe ich da vor? Das ist schon das Ergebnis, das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ich probiere einfach mal aus, wie die Korrelation oder irgendein Zusammenhang zwischen einem gültigen Codewort und dem empfangenen Voltstrom oder ADC-Strom ist. Kann ja ausprobieren, was passt denn eigentlich am besten da drauf? Und dann nehme ich einfach das, was den insgesamt geringsten Abstand hat zu dem gesendeten. Das heißt also, ich habe ja bei 4-Bit 15 gültige Codewörter, ne, von Datenbits 0 bis F oder 0 bis 111. Und da kann ich jetzt ja dahergehen und kann im Prinzip jetzt sagen, so, okay, mein gültiges Codewort, ich habe es immer in Volt hingeschrieben oder in Bipolar hingeschrieben, mein gültiges Codewort zur 0 ist natürlich die 0, 0, 0, 0, respektive minus 1, minus 0 und so weiter. Ne? So, jetzt gucke ich einfach mal nach, was passiert denn, wenn ich jetzt 1,2 mal minus 1, minus 1,2 mal minus 1 und so weiter, das multipliziere und dann addiere. Das ist im Prinzip das, was ich hier tue. Also ich multipliziere die einzelnen Werte miteinander, bilde die Korrelation, indem ich dann eben auch noch die Summe bilde und dann kriege ich hier minus 1,9 raus. Das ist mal halt auch eine Zahl. So, das mache ich dann mit dem nächsten gültigen Codewort, also die 1, also 0, 0, 0, 1. Die Paritätsbits hier hinter, mache dasselbe Spiel, kriege da 1,1 raus. Macht dasselbe Spiel mit, so, und dann gehen wir jetzt hier noch weiter. Muss man gerade suchen, mit dem hier zum Beispiel, also mit der 8. Das ist 1, 0, 0, 0, respektive bipolar minus 1, minus 1, minus 1. 1, 1, 1, Sie merken schon, das ist wohl das, was wir gesendet haben, wenn Sie sich erinnern an das, was wir eben getan haben. Ja. Und dann kriegen Sie hier raus 1,2 mal 1 mal plus minus 1 mal minus 1,2 plus minus 1 mal minus 0,5 und so weiter und so fort, kommt 5,1 raus. Und jetzt wählen Sie genau den Wert aus, der hier die maximale Korrelation aufweist. Das ist gerade hier die 5,1. So, ist eine ziemlich aufwendige Variante, wie Sie sich da sehen können. Man kann das sicherlich noch geschickter tun, nicht? Aber was ich jetzt gemacht habe, ist ja ganz brutal, einfach nur die Korrelationen bestimmen. Das heißt, Sie müssen jedes Codewort ausprobieren, passt das eigentlich dazu? Das habe ich eben nicht gemusst. Eben habe ich es einfach empfangen, entschieden, Syndrom berechnet, Fehler korrigiert, fertig. Und jetzt muss ich tatsächlich diese 16 Stück hier ausprobieren. Na, und wenn ich das tue, dann kriege ich hier in der Simulation eben raus, dass ich hier jetzt noch einmal deutlich einen Codierungsgewinn erzielen kann. Das ist nämlich die uncodierte Variante. Das ist hier die Hard Decision Variante. Da sehen Sie schon, hier oben wird das sogar schlechter als die uncodierte, weil da sind nämlich ganz häufig Mehrbitfehler drin. Und wenn ich einen Mehrbitfehler mache und einen Mehrbitfehler nicht wirklich erkenne, sondern versuche, den zu korrigieren, mache ich eigentlich mehr falsch, als ich vorher gemacht habe. Also kriege ich eine höhere Bitfehlerrate raus. Wenn ich jetzt das mit der Korrelation versuche, was ich eben getan habe, dann kriege ich diese Kurve hier raus und da habe ich jetzt bald 2 dB gewonnen. So, der Preis ist der wesentlich höhere Aufwand. Ich brauche plötzlich einen ADC, der mehrere Bits kann. Das kostet alles Geld und auch Energie, aber natürlich nur im Endgerät und nicht auf dem Kanal. Ich brauche auch mehr Zeit, ich brauche mehr Rechenleistung und so. Also das kommt nicht umsonst. Aber ich kann auf die Art und Weise hier nochmal deutlich einen Gewinn erzielen. Kann ich aber nicht mehr so schön ausrechnen, wie ich das mit den Dings mit der Fehlerfunktion der Komplementären gemacht habe, sondern das muss ich simulieren. Ja. Wie kommt man da auf diese Tabelle? Den Inhalt der Tabelle? Weil es ist ja nicht. Das da oben ist das, was ich als am Ausgang des Analog. Ne? Klar. So, und das sind alle gültigen Codewörter. Also der 7. Vom Hamming-Code, genau. Ja, okay. Ne? Wenn ich alles Einsen übertragen muss, sind doch die Paritäten alles 1. Jetzt ist ja meine 1, mein 2,
Gleiche. Macht doch nichts. Sind aber beide schlecht. Nicht spannend ist eher der hier, der minus 5,1. Nein, kann ja nicht. Wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich hier, da habe ich 100% Bitfehler. Also 100% Bitfehler ist ja schon wieder gut, ne? Weil wenn sie alle falsch sind, kann ich sie einfach umdrehen, passt ja. Ne, der Betrag zählt nicht, sondern es zählt tatsächlich der Wert da, ne? Ja, der Unterschied ist, dass ich mehr Informationen verbrauche, nutze, die ich im Empfänger aber habe. Bitte? Nee, also ja, hier in diesem Fall ist das Ergebnis natürlich hier die 5,1. Das ist richtig, aber in der Simulation aller möglichen Bitfehler, mit auch Bitfehlergewichten, also auf einem AVGN-Kanal, da macht es in der Performance einen erheblichen Unterschied, wie die Simulation zeigt. So, warum? Das hier ist ja nur eine schwache 1. Also eigentlich ist es ja ursprünglich gar keine gewesen. Es ist ja nur eine schwache 1. Und genau das, es ist nur eine schwache 1, wird hier berücksichtigt. Weil nämlich der Beitrag von dem Ding hier nur minus 0,1 ist. So, hätte ich hier jetzt Hard Decision gemacht, dann hätte ich aus der 0,1 ja hart eine 1 gemacht, dann wäre der Beitrag hier nämlich minus 1 gewesen. Also der setzt mir einen nach unten. Und damit mache ich einfach einen größeren Fehler, wenn ich erst die Entscheidung fälle und dann es weitergeht. So, das ist der Punkt. Auf der anderen Seite hier, bei denen hier, 1,2 minus 1,2 und auch bei der 0,9, da kann ich mir schon sehr sicher sein, dass das wohl auch eine 1 oder minus 1 gewesen ist. Also da wird der mit meinem Entscheidungsfehler gering gewesen sein und dementsprechend gut werden die auch gewichtet hier. Ne? Also der liefert ja 1,2 hier für mein Endergebnis, der liefert 1,2 zu meinem Endergebnis, der liefert 0,9, da 0,9, der liefert 1,1. Und diese Schwachen hier, der liefert jetzt 0,3 dazu, der zieht 0,1 ab, aber eben auch nur 0,1 und der fügt wieder 0,5 dazu. Ne? Insofern, da ist jetzt mehr Information, steckt noch ein bisschen mehr Information drin. So, wenn ich das jetzt auch weiter hochrechne, also wenn ich jetzt auch ein Soft Decision wie Viterbi oder sowas nehme, also nicht erst entscheide, ist es eine 0 oder eine 1 gewesen und dann in den Viterbi reingehe, sondern eben mit weicheren, mit mehr Informationen letztlich reingehe, dann kriege ich auch ein besseres Dekodierergebnis raus. Das ist das, was das hier zeigen soll. Aber der Aufwand ist erheblich. Das geht aber auch dann nur bei so Codes, die quasi festgeschriebene Codewörter haben. Nö. Also ja, alle Codes haben das aber. Mit CRC könnte ich das nicht machen. Doch. Achso, ja doch, stimmt. Doch. Das, also auch das ist ja ein festgeschriebenes Codewort. Frage ist, wie groß wird der Aufwand? Wenn ich da jetzt 100 Bit habe und dann packe ich da noch 32 Bit CRC dazu, dann habe ich ja eine ziemlich große Menge an Codewords, nämlich irgendwie 200. Und die alle einzeln auszuprobieren, also das ist bestimmt nicht der cleverste Algorithmus. Ne? Da gibt es natürlich iterative Varianten oder Varianten, die Mischformen hier umsetzen. Nicht? Aber also da, das wollte ich nur mal symbolisch zeigen, das ist so eine Variante, wie man eben da noch eine ganze Menge Performance rausholen kann. Ups. So, aber jetzt würde ich tatsächlich mal versuchen, ein bisschen ins Ptolemy einzusteigen.